YouTube ist so gigantisch, da ist klar, dass viele halt nicht die Videos schauen, die ein bisschen weiter hinten sind. Das ist ganz klar. Aber ich würde mir schon ein paar Sachen wünschen, die ein bisschen konzentrierter auf mich sind. Ja. Mir geht es jetzt nicht um, wow, ich bin der Beste, ich brauche die meisten Kommentare oder Posts und so. Mir geht es eher darum, dass eben ein bisschen sozial Sachen dazukommen, damit ich weiß, wie meine Videos sind, was ich verbessern kann. Und ja, alles so. Weil ich habe irgendwie diese Sucht nach irgendwelchen Rekorden oder so, die habe ich gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder so, aber so etwas brauche ich einfach nicht. Ich bin auch glücklich, wenn es jemand von meinen Kollegen schafft. Da muss ich nicht arbeiten. Ich bin ein bisschen arbeitsfaul, das stimmt, aber nein, ich brauche es einfach nicht. Und ja, für mich ist es gut so. Ich will einfach etwas Schönes machen auf YouTube. Etwas, das vielen gefällt und ja, da bin ich ja dran. Und ich habe ja nicht die Erfahrung vom Let's Play wie andere. Die gehen wahrscheinlich noch in so eine Mediaschule, um Let's Play Sachen zu lernen und so. Und ich kann das nicht, darf das nicht und ja, da ist ein bisschen schlecht für mich, aber da dürft ihr, wenn ihr Erfahrung habt, mir natürlich helfen und so natürlich kann ich auch ein bisschen besser werden. Also gehen wir wieder zum Bind. Sonst gibt es irgendwo noch ein anderer Bind, da muss ich schauen. Ah ja, ich habe die Weihnachtsquest noch gemacht, bevor sie weg ist und habe da die Weihnachtsmütze bekommen. Auch wenn kein Weihnachts... wenn Weihnachten nicht mehr ist. Ich setze jetzt mal ein bisschen auf. Und wir gehen hier irgendwo runter. Lieber nicht hier, also dort. Sonst gibt es dann Matsch. Ich dachte, Wölfe jammern nicht immer so. Die kreischen ja, oder wie sagen wir dem? Fauchen. So blöde Mini-Lex. Ah, ich bekomme ein schlechtes Internet. Momentan habe ich 23.000 Kilobyte pro Sekunde und jetzt komme ich auf 300.000 Millibyte pro Sekunde. Und später dann, wenn wir Glasfaser ausbauten haben, bekommen wir 1000 pro Sekunde und das nur für 50 Euro pro Monat. Das ist so geil. Der hat ein gutes Big Einstein, gutes Kostüm an. Zu schlau für dumm aus Clan. Flak, der Ritter. Sehr viel on. Richtig viel on. Das Spiel macht ja so Spaß. Wieso sind wir eigentlich verwüstet? Was los? Alle schon am Schlafen. Der Flonir. Saurumtanis Braxar. PD-Eiswölfe, die kenne ich von irgendwo.
wurde es schon wieder geändert. Ja, dann ist es die falsche Zahl. Verstehe ich jetzt nicht. Da ist Adiana, die im Chat steht. Naja. Wenn die nicht wollen, müssen wir etwas anderes machen. Sind nicht viel los, ja? Leute. Ja, ich gehe mal in den Krater schauen. Der Zivko. Ah, der große Drache ist da. Ich will mal zuschauen. Ich schau mal nur zu, kann nicht viel ausrichten. Bin erst Level 9. Ah, was soll ich machen? Müssen wir halt nachher wieder laufen, oder? Ja, der tötet mich sofort wahrscheinlich. Spaß, der Depp. So einen Spaß hätte er, aber der wusste genau, dass der Drache dort ist. Reißmaus, ne? Ich gehe im Krater. So, wir sagen, dass einer dort ist und... Ja. Das sind eben so Leute, die so asozial sind und uns nicht den Boss. Die haben selbst den Boss, sondern den Teil. Ja, dann warten wir bis 1 Uhr, ob ich will ihn schauen. Aber da seht ihr mal eine der Drachen und ja. Mehr kann ich ja jetzt nicht zeigen. Oh, hier geht's nirgendwo hoch. Ich schau mal, was für Zeit es ist, kurz. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Es ist 2 Uhr bald. Und dieser Greif hat mich vorher angegriffen, musste noch ein bisschen laufen. Ja. Dann warten wir halt noch bis. Weiß doch nicht. Vielleicht hat er sich einfach geirrt und es ist 3 oder 5, 4 Uhr, bis er kam. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen sonst. Kann man hier irgendwo rüberblicken, ohne dass man angegriffen wird? Ja, man sieht aber nichts. Schön vorsichtig sein. Hallo. Du siehst scheiße aus. Nein! Oh. Das ist gemein. Der greift mich an. Torkoal, Torkoal. Torkoal ist da. Der sieht so scheiße aus.
Kann man den essen? Ich habe Hunger. Na, ihr Schlafmetzen. Ich will sehen, wie so ein epischer Boss besiegt wird. Es kommt niemand. Es ist alles am Verfaulen. Jeder hier auf dem Rating ist irgendwie faul. Da kann ich den ja alleine machen, wenn ich Level 60 bin. Okay, nicht besiegen, aber... Ja. Au!